Liebe 7a, liebe 7b, es geht los mit Alienus Aum. Vielleicht kennst du das englische Wort Alien. Was ist denn ein Alien? Genau, ein Außerirdischer. Und jetzt brauchen wir ein Adjektiv. Ein Alien ist auf der Erde Alienus. Heißt schlicht und einfach fremd. Usque. Der Kerle, ihr seht schon, hat keine besonders gute Laune und sagt, usque muss ich Lateinvokabeln lernen. Was könnte er denn sagen? Ständig oder fortwährend. Jetzt haben wir das Wort commodum. Machen wir es erstmal mit einem Adjektiv, das ist ein bisschen leichter. Sowohl Schuhe als auch ein Sofa können commodus sein. Das würden hier passen. Ein Sofa kann commodus sein, Schuhe können commodus oder commodi sein. Bequem ist es. Also sind sie gut für die... Substantiv dazu? Genau, Bequemlichkeit ist die eine Bedeutung. Jetzt hat es noch eine andere Bedeutung, zum Beispiel beim Fußball. Die gegnerische Mannschaft hatte die Sonne im Rücken. Das war ein Vorteil. Das wären die zwei Bedeutungen. Die Bequemlichkeit und der Vorteil. Prägt euch mal die drei Vokabeln bitte gut ein. Und sagt mir, was Alienus heißt. Genau, fremd. Unser nächstes Wort heißt Optinere, Optinio. Ihr kennt es ja schon, Tinere. Was heißt denn Tinere? Halten, festhalten und besitzen. So ein Optinere ist jetzt sowas wie Tinere im Dauerzustand. Die Römer obtinent die Provinz Gallien. Die haben die erobert und jetzt obtinent sie die Provinz Gallien. Fällt euch was dafür ein? Das wir im Besitz haben oder besetzt halten. Schauen wir weiter. Was heißt nochmal usque? Ständig und fortwährend. So, dann kommt was aus der Grammatik von vorher. Könnt ihr euch noch erinnern, was ne an oder utrum an heißt? Genau, schlicht und einfach oder. Und unser letztes commodum. Die Bequemlichkeit und der Vorteil. Und mehr ist es schon gar nicht. Viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.